Herr Dr. Reusch, Sie sind Gründer und Leiter des ISTAT, welches sich ja mit Versorgungsforschung befasst. Finden Sie, dass das Ausmaß der demografischen Wucht im Bewusstsein der Verantwortlichen im Gesundheitswesen angekommen ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, selbst bei uns Dermatologen ist zwar bekannt, Hautkrebs nimmt zu. Das ist wahrscheinlich auch in der Bevölkerung durch unsere vielfältigen Kampagnen im Bewusstsein, aber das Ausmaß, diese enorme Zunahme in den nächsten 10, 15 Jahren, eine Verdoppelung, vielleicht sogar Verdreifachung, ich glaube, das ist niemandem in dieser Intensität bewusst. Was müsste man tun, um dem Thema mehr Gewicht zu verleihen? Also wir machen aus dem Fach heraus ja eine ganze Menge Dinge. Ganz neu ist die sogenannte Nationale Versorgungskonferenz Hautkrebs, wo wir alle relevanten Kräfte bündeln, um selbst den nationalen Krebsplan zu benutzen, um dem Thema Hautkrebs eine besondere Bedeutung und Intensität zu verleihen. Ist diese Entwicklung noch irgendwie zu beeinflussen oder gar aufzuhalten? Und wenn ja, wie? Oh ja, ich bin immer Pragmatist, aber auch Optimist. Das lässt sich lösen, man muss es wollen. Wir müssen im Fach erkennen, wir brauchen eine ganz starke Fokussierung, auch in der Weiterbildung unserer jüngeren Kollegen auf das Thema Hautkrebs hin. Ich glaube, ein Dermatologe ohne operative Fähigkeit in der Zukunft ist nicht gut aufgestellt in der Landschaft. Wir brauchen Verständnis für die weiteren Tumorbehandlungen, die medikamentösen Tumorbehandlungen in der Fläche. Wir müssen darüber nachdenken, wie verzahnen wir Kliniken und Praxen an diesen Stellen. Wir müssen darüber nachdenken, wie binden wir unsere anderen, nicht in der Dermatologie angesessenen Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Fächern ein, sodass das Ganze eine abgestimmte Versorgungskette wird. Also ist vor allem die intensivere Nachwuchsförderung auch ein Lösungsansatz? Auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass das für junge Kollegen eigentlich ein sehr spannendes Thema ist. Also keiner in der Dermatologie muss in irgendeiner Form das Gefühl haben, es gibt nichts zu tun, sondern es wird, glaube ich, sogar eine der arbeitsintensivsten Phasen kommen. Ich glaube, die nächsten 2 bis 3 Jahrzehnte werden ganz, ganz besonders werden. Wir werden dort etwas erleben, was in anderen Ländern wie in Australien, was das Thema Hautkrebs schon vorgezeichnet ist. Sie haben ja in Ihrer Zeit als Präsident des BVDD, also vor 2009, zwischen 2000 und 2009 etwa, maßgeblich daran mitgearbeitet, dass das Hautkrebs-Screening heute sozusagen flächendeckend zum Einsatz kommt. Würden Sie das heute genauso machen? Würden Sie da qualitativ, quantitativ was verändern mit diesem Hintergrund der demografischen Wucht? Also das Hautkrebs-Screening ist ja auch ein lernendes System und das wird sich sicherlich auch den Erfordernissen der Zukunft anpassen müssen. Erst einmal sind wir dankbar, dass es uns gelungen ist, dies einzuführen, weil das natürlich auch zur Sichtbarkeit des Hautkrebses in der Bevölkerung, aber auch im politischen Raum zugetragen hat. Auf der anderen Seite, wenn wir uns anschauen, dass die Praxen praktisch am Rande ihrer Kapazität heute screenen und wir aber noch viel mehr Tumoren zu erwarten haben, wird man sich überlegen müssen, wenn insbesondere das Screening sehr stark auch durch die Dermatologen erfolgen soll, was sind denn die relevanten Populationen, die man vielleicht screenen. Also vielleicht ein etwas stärker risikoadaptiertes Screening könnte ein Weg sein. Da wird man nach Lösungsansätzen suchen müssen. Herr Dr. Reusch, vielen, vielen Dank für das Interview. Gerne.